So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mind Test Creator Server Let's Play. Hab grad ein bisschen Pause gemacht und mittlerweile ist es ja dunkel. Hey, klatsche ich mir dabei die Tür von der Nase zu. Ich glaub's ja. Oh, wie spät ist es eigentlich? 2 Uhr, okay. Nice. Gut. Lass mich mal kurz überlegen. Guck mal, hier geht das Ding auch mal wieder aus. Am Sport war es ja genauso, ne? Bei mir im Hotel, da hat es aber funktioniert. Aber wer weiß. Genau, ich gehe mal ganz kurz raus und dann gehen wir mal ganz kurz als Walker rein. Hier. Oh, aktuell mittlerweile ist das auch ganz schön dunkel hier bei mir. Kann man heller machen? Ah, man kann es heller machen. Wow, mal gucken. Kamera, wo war denn das jetzt? Left, Kamera, Cam, da. Oh ja, doch, machen. Wow, machen. Alter, diese restliche Verstärkung ist schon echt krass. Ah, der kriegt sogar scharf gestellt. Man kann alle Bilder erkennen. Gut, ist natürlich mit diesem ganzen Gegrissel explodiert natürlich wieder die Datenrate. Aber gut. Egal. Ist eh egal. Wir brauchen ja den Bereich. So. Okay. Gut. Was? Genau. Volker. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was für Tiere wir damals hatten. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich finde das mit dieser Fackel, dass die Fackel Licht macht, ist halt so geil. Das ist halt immer, ja, Licht halt, ne? Oder auch nicht. Ja, wenn ich mich zu schnell bewege, dann scheint die Mod wohl nicht ganz hinterher zu kommen. Ich weiß auch nicht, wie die aktualisiert, ob sie in bestimmten Intervallen aktualisiert oder jedes Mal, wenn ich einen Schritt mache, aktualisiert. Keine Ahnung, weiß nicht. Aber wenn man sehr schnell läuft, dann hängt sich die Mod teilweise ein bisschen auf. Na gut. Uäh. Alter, hier ist auch schon wieder alles gewachsen. Wow. So, Tiere. Ach so, hier ist offen. Jetzt ist die Frage. Was zum Teufel hat ich alles... Ach so, ich muss mir sowieso die Tiere als Walker geben, als Onyx geben. Weil... Geht das so? Animal? Ja, geht so. Weil ich muss sie auch schützen. Keine Ahnung, was hatten wir damals? Wir hatten auf jeden Fall Schaf hatten wir. Oh, hier geht jetzt in mehreren Farben. Oder gab es die früher auch schon? Gute Frage. Genau, wir hatten auf jeden Fall Schafe hatten wir. Wir hatten, glaube ich, von jedem 2 Stück oder so, ne? Oder weiß ich gar nicht mehr. 2 oder 4 waren es. Dann hatten wir auch 2 Wildschweine. Ich gebe mal von jedem 4. So, Hühner waren es auf jeden Fall noch, also die ganzen Nutztiere halt. Und sonst hatten wir aber, glaube ich, nichts gehabt. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Achso, dann brauchen wir natürlich auch noch hier Name Tag. Da hat es ein Lasso. Name Tag ist da gar nicht. Achso, nee, das hier. Lass mich raus. Da.
Ich war mir sicher, dass wir Sachen hier reingepackt hatten. Aber ich bin mir auch irgendwie so ganz leise im Hinterkopf sicher, dass ich die Sachen wegen irgendwas mal gelöscht hatte. Ich glaube, weil die Mod mal Probleme gemacht hat, oder... Also, dass die Mod Probleme gemacht hat, war ja sowieso der Grund, weswegen wir die Tiere überhaupt hier reingemacht hatten. Aber dann hatte ich irgendwas bei der Mod gemacht, weswegen denn hier überall nur noch andere Blöcke waren. Und irgendwie so war das, keine Ahnung. Ist alles schon sehr lange her. So, Ronix, da brauche ich jetzt... Das sollte passen. Perfekt. Ah, der Mond ist auch schon am Untergehen. Es wird also langsam hell. Ah, das ist die Sonne. Yeah. Cool. Okay. Da kommen wir mal alles hier. So. Oh, wir sollen auch noch einen Namen geben. Schaf. Eins. Schaf eins. Schaf zwei. Schaf drei. Also brauchen wir später immer nur noch durchziehen, ob alle Schafe da sind. Ja, ich weiß, es ist ein Wildschwein, aber da ist mir zu viel Getüppel. Ups. Warum habe ich überall das E weggelassen? Die beide stimmen, aber die beide hier nicht mehr. So. Schwein, Schwein. Okay. Moment. Beim Umbenennen gehen Dinger auch weg. What the fuck? Müssen wir zwei neue craften. Mal gucken, wie teuer sind die Dinger. Ah, geht ja. Ah, zum Kotzen. So. So, wir brauchen was? Schwarze Farbe, Faden und Papier. Tja, bei Faden und Papier, also nee, bei Farbe, beim Faden hört es doch schon auf, glaube ich. Kann mal gucken, was wir oben in der Grabbelkiste haben. Schwarze Farbe haben wir hier. Das ist ja das. Ach nee, ist das nicht. Extracting, okay. Brauchen wir eins davon. Und ein Extrator. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir Faden. Haben wir, glaube ich, oben in der Grabbelkiste. Da. Und wir brauchen zweimal Papier. Ist das Papier? Nein. Das Papier? Nein. Papier. So. Perfekt. So. Boah. Boah, die sind ja schon fast tot. Warum sind die jetzt schon fast tot?
mal, der da hat, der ist gelb, dem geht's relativ gut. Aber die drei hier sind alle fast tot. What the fuck? Ist voll Demo-Version hier. So. Perfekt. Jürgen. Guck mal, die Kühe sind auch gelb. What the fuck? Die Frage ist, können wir die füttern? Und wenn ja, wie? Klappe. Kann ich mir aber noch kurz. Müsste ja, wenn, dann höchstens dieses, hier dieses Streu sein. Hier dieses. Das so mit einem Brot weckt. Wer ist das Zeug? Weizen. Ich nehme mal Weizen und ein paar Körner mit. So. Gucken, ob ich damit was machen kann. Das wäre mal sehr interessant. Lauf! Schnell! Bevor sie wieder verrecken. So, du bist angeschlagen. Ich schlage jetzt noch mehr. Oh, guck mal, die folgen mir auch sogar schon. Ja, gelb und grün. Geil. Die ist grün. Die ist jetzt auch grün. Und da hinten noch. Grün. So, die Küken. Genau, die essen wahrscheinlich die Körner. Ah, grün. Grün. Da haben wir Huhn 1 und 3. Fehlt also noch 2 und 4. So, 4 hat jetzt auch was. Und jetzt sind noch die 2. So. Schnauze. Jetzt ist die Frage, essen jetzt von alleine hier, weil hier überall Gras ist, oder muss ich jetzt immer füttern? Naja, wir behalten mal in den Augen. Und die Sache ist halt, ich weiß überhaupt nicht, was die Schweine zum Beispiel essen. Ich meine, die essen, glaube, Äpfel. Aber das ist jetzt nur so eine Vermutung, ne? Also ich meine, eigentlich sind das ja alles Fresser, ja? Die müssten also alte Autoreifen essen, die müssten hier so Schotterzeug essen und sowas alles. Also, ich glaube, die sind da nicht so wählerisch. Ha? Wir haben hier zum Beispiel noch, ne, bei dem Kraftwerk, wenn das Ding einmal fertig ist, die alten Plutoniumstäbe, die müssen eigentlich auch futtern, so wie ich sie kenne. Also, da leuchten sie nachts auch. Das ist ganz geil. Brauche ich dann keine Laternen aufstellen und so. Ist schon sehr praktisch. Ja, von den Tieren, die am nächsten dran sind, sieht man sogar immer die Namen. Also ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg, dann nicht mehr. So, jetzt nicht mehr. Also bleiben wir jetzt immer hier. Ah ne, einen Namen sieht man noch. Verdammt! Ich will sie nicht mehr sehen! Ach, diese Ruhe. Beim Kacken. Schnauze. Okay, cool. Das heißt, wir haben wieder Tiere. Mal gucken, wie lange. Wäre ja schon echt gespannt. Und die müssen jetzt, glaube ich, auch untötbar sein. Ah. Andere Spieler können die jetzt, glaube ich, nicht mehr umbringen. Genau, Owner ist Ronix. Und ich habe es in der Config so eingestellt, dass die auch, also, dass sie halt protected sind. Denen sollten es also relativ lange gut gehen. Ist jetzt nur die Frage, ob die irgendwann durch den Zaun durchglitschen, ob das hier so ein Ding ist. Oder ob sie sich nicht irgendwie selbst umbringen. Keine Ahnung. Ja.
Naja, das werden wir sehen. Okay. So, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Habe ich mal Bären dabei? Habe ich natürlich nicht. Sehr geil. Kann ich nicht mal mehr sprinten hier. Perfekt. Ach ja, ich habe schon so eine Wasserkraftwerke, ne? Sind die überhaupt mit irgendwas verbunden? Nee, ne? Oh, sind sie. Wow, diese. Ach, schau mal einer, guck. Die sind tatsächlich verbunden. Lol. Ich dachte, die Anlage bekommt seinen Strom nur über diesen General, also hier über diesen Transformator von der MV-Anlage. Aber stimmt. Genau, unsere allererste Anlage war ja das Ding hier. Die Solarzelle kam ja erst viel später. Gott, Alter, das ist alles schon so lange her bei mir. Heieiei. Cool. Sehr cool. Gefreut mir. So. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken bei der Farming Mod. Was kann man da alles so Schönes machen? Erstmal direkt einen fetten Burger, Alter. Muss sein. Was ist das denn hier? Och nö. Ernsthaft, Mochi? Das ist doch nicht euer Ernst. Ah. Oh, stimmt, wir haben noch gar keine Bananen. Ja, eben, wir müssen auf jeden Fall noch uns auf der Suche begeben. Wir brauchen noch ein paar Sachen, brauchen wir noch. Zum einen haben wir keine Wassermelonen, wir haben keine Bananen und wir haben aber auch zum Beispiel kein Honig. Also alles Sachen, die wir auf jeden Fall noch brauchen. Uns fehlen echt noch ein paar Sachen. Zucker und so haben wir auch noch nicht. Also, da fehlt noch ein paar. Ach nee, Sugar kann man daraus machen. Okay, also Sugar haben wir. Das heißt, wir brauchen. Ach so, Salz, genau. Salz kann man aber, glaube ich, aus Wasser machen, ne? Was? Ah, okay. Salzkristall. Ach so, ist bloß etwas, was man fertigen kann. Obwohl, vielleicht kann man es auch irgendwo aufsammeln. Kann auch sein. Aber ja, ansonsten genau. Hier durch. Nein. Genau, hier brauchen wir nämlich für Käse zum Beispiel. Nee. Butter. Und aus Butter kann man eine Käse machen, glaube. Nicht? Nee? Egal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt man das halt durch Wasser kochen. Ist also etwas, was auf jeden Fall machbar ist. Aber eben, wir brauchen halt. Honig. Sollen wir uns mal auf eine Reise wieder begeben? Ein bisschen gucken, ob wir noch ein paar Sachen finden. Klingt eigentlich nach gar keiner so schlechten Idee. Weißt du was? Let's go. Bevor ich auch noch lange rum überlege. Proviant. Was nehmen wir als Proviant mit? Ja, das können wir schön. Guck mal, hier Orangen fehlen auch noch. Ne? Also hier ein paar Sachen, die wir noch nicht haben. Apfelsinen meine ich doch. Speisestärke. Speisestärke. Ja. Ah ja. Maiskolben haben wir ja zum Glück. Mais und Maiskolben? Was ist der Unterschied dazwischen? Ach so, Korn. Mais und Mais. Okay. Interessant. Jo, okay, das heißt. Das denn? Lokum macht mir gar nichts. Was ist das? Ach, irgendwas Türkisches. Okay, war klar. Die Türken schon wieder. So. Genau, das können wir nicht machen. Da brauchen wir nämlich Bananen für. Das können wir machen. Was ist das? Himbeersmoothie. Das klingt schon geil. Brauchen wir aber Schnee für. Wo kriegen wir Schnee her? Müssen wir erstmal Schneebiom finden. Der war gut.
Kann man Schnee produzieren? Nö. Kann man nicht. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht gibt es sowas wie so einen Kühlschrank oder so einen Tiefkühlschrank. Obwohl, siehst du, kann man gucken, ob man, kann man Eis produzieren? Ne, kann man nicht produzieren. Schade. Das ist hier keine Tiefkühlschränke oder sowas gibt es, ne, mit dem man einfach Eis produzieren kann. Naja. Was bist du? Genau, das hatten wir früher, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Paprika. Haferbrei. Dann ja schon sowas hier, Popcorn. Ja, brauchen wir aber, glaube ich, irgendein Öl. Und irgendein Öl können wir. Ach, können wir auch schon herstellen. Sunflower Seed. Und Hanfsamen. Hanfsamen müssten wir haben. Alter, uns fährt. Ey, wir brauchen ja noch voll viele Sachen. Wir haben wieder das eine noch, wieder das eine noch das andere. Verdammt! Und ich dachte, wir haben das Spiel schon fast durchgespielt. Ha! Und der war gut. Okay, also gut. Dann nehmen wir als Ration erstmal das Zeug hier mit. Ah, nein, halt. So, ein paar. Klatschen wir uns damit erstmal die Taschen voll hier. Oh. Ja, let's go. Wir haben Holz dabei. Wir haben ein Schwert dabei. Wir haben eine Axt dabei. Ich nehme aber sicherheitshalber mal noch ein bisschen Materialien mit. Das heißt zum Beispiel, den Stick nehmen wir uns mal mit. Ja. Du kommst in die Tasche. Holz haben wir und können wir unterwegs auch abbauen. Was haben wir hier drin? Genau, ja, weil das ist ja unsere Notration. Ja, dann sehen wir doch gut aus soweit. Let's go. Gut, in welche Richtung gehen wir? Ich glaube, in die Richtung waren wir damals schon, um Ananas zu suchen. Da waren wir in der Wüste und da ist der Spawn. Also gehen wir in die Richtung. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, mal wieder eine schöne Wandertour. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Einfach mal so 4 Folgen am Stück rumwandern. Ach ja, schöne Bahnstrecke. Siehst du, hier oben waren ja auch diverse An- und Blöcke. Ne, genau, ja. Ja, müssen wir alles noch korrigieren, ey. Ah, Mann. Schade, dass die Dinger alle nicht mehr da sind. Ah, ja. Frische Luft. Dieser Gang braucht mal eine Lüftungsanlage. Das ist ja. Da steht ja die Luft drinne, as fuck. Aber eigentlich kann ja die Luft gar nicht drinne stehen. Weil erstens hast du da halt immer wie heißt das? Also, wenn du halt wenn du halt einen Tunnel hast, der relativ lang ist, dann hast du ja immer nicht überall die gleiche Luft im Universum. Sondern du hast ja so verschiedene Wetterzellen. Das heißt, gerade wenn ein Tunnel sehr lang ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auf dem einen, dass bei dem einen Ende des Tunnels
ein anderer klimatischer Druck herrscht als auf der anderen Seite. Das heißt, du hast zum Beispiel dort etwas mehr Tiefdruckgebiet und dafür dort etwas weniger Tiefdruckgebiet. Oder hast du sogar dort ein Tiefdruckgebiet oder dort ein Hochdruckgebiet. Das heißt, du hast verschiedene Druckslevels. Und dadurch hast du halt quasi in dem Tunnel, da wo mehr Druck ist, als auf der anderen Seite, schiebt sich halt die Luft extrem stark durch den Tunnel durch zur anderen Seite. Und dadurch hast du halt immer so einen Sogeffekt im Tunnel. Und umso länger ein Tunnel ist, umso stärker ist dieser Effekt. Oder desto wahrscheinlicher ist, dass der Effekt sehr stark werden kann. Weil halt die Druckunterschiede sehr groß werden können. Natürlich hast du auch irgendwann, du hast natürlich auch im Tunnel irgendwann Widerstände an der Wand. Das heißt, die Luft kann nicht endlos schnell durchwandern. Also, dass du da irgendwann 3000 km/h Luftgeschwindigkeit drin hast, passiert nicht. Aber, wie gesagt, du hast halt auf jeden Fall Luftbewegung, einfach aufgrund dessen, dass du halt klimatische Klimazonen auf den anderen Seiten hast. Aber wie gesagt, dafür ist dieser Tunnel wahrscheinlich noch etwas zu kurz. Das passiert eher so bei sehr langen Tunneln. Aber dafür ist der Tunnel ja hoch. Das heißt, er ist ja schräg. Und damit hast du einen Kamineffekt. Ja. Das heißt, sobald es da drin ein bisschen wärmer wird, zieht sich die Luft ja nach oben, was beim schrägen Tunnel halt dazu führt, dass die Luft halt hier oben rausgeschossen kommt. Guck mal, da hinten haben wir noch rote Blöcke. Ah, da werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar mehr finden. Ja, guck mal, da hinten sind direkt die nächsten. Ach. Immer dieses Updaten von Servern. Das bringt nur Probleme. Das Problem ist halt, ich weiß halt auch nicht, wie ich das beheben soll, weil das ist halt nicht einfach ein Item-String, den du mit einem Item-String austauschen kannst. Also könntest du einfach ein LBM machen, so ein Load-Block-Modifier. Sondern früher war es so, dass einfach alles Moos hieß. Und jetzt haben sie es aber so umgestellt, dass das ein anderer Moos-Block ist als dieser. Ja, wenn du hier auf Eigenschaften gehst, siehst du, das ist Moos Plane 0 und das ist Moos Plane 1. Und wie man da ein LBM machen soll, klar, der LBM könnte gucken, wo ist halt ein Holzblock und, ne, aber das ist mir zu kompliziert. Das, sowas kriege ich nicht hin. So, wir machen raus von hier. So. Das Schöne ist, wir wissen, sobald keine roten Blöcke mehr auftauchen, dass wir bei einem Gebiet sind, der noch nie erforscht war, wo alles neu ist. Sand. Ich finde es immer noch krass, wie laut alles ist. Stell dir mal vor, echter Sand wäre so laut, wenn du drüber läufst. Digga, ich würde nach Hause rennen. So, und nicht vergessen, die Augen offen zu halten. Hier wegen Blut zum Beispiel. Weizenkorn. Ernsthaft? Hä? Ich dachte, aus Sonnenblumen-Dinger kommen Sonnenblumendinger. Oder kann ich das aus dem einen aufs andere machen? Nö. Wie kriegt man Sonnenblumendinger? Fertigen? Ach, diese andere. Farming Sunflower? Flower Sunflower. Oh Gott. Okay, es gibt also verschiedene Arten von Sonnenblumen. Sehr geil. Oh wow. Das ist ja behindert. Ich glaube, dann sollte ich am Spawn mal einen Markt machen, wo man das eine gegen das andere eintauschen kann, gell? Das ist ja echt dumm. Oh, hier ist ein Stock in der Luft. Lul. Davon haben wir schon mehr als genug. Genau, das ist einfach nur Zwiebel. Schade. Dass man die Sachen nicht wieder einpflanzen kann, ne? So. Zwiebeln sind zum Glück sehr lecker. Da haben wir noch Karotten. Haben wir auch alles schon. Das haben wir auch schon, was auch immer das ist. Das müssten Tomaten sein. Haben wir auf jeden Fall auch schon. Das sind ja die Sachen, die halt überall wachsen. Das haben wir auch schon. Puh.
Das dürften Zwiebeln sein. Oder Knoblauch. Das kann auch Knoblauch sein. Keine Ahnung. Tja, also wir müssen nach Sonnenblumen die Augen offen halten. Wir müssen nach Honig, also nach Bienenstöckern, die Augen offen halten. Wobei ich noch gar nicht weiß, wie kann man Bienen überhaupt fangen? Brauchen wir da nicht irgendwie so ein Ding? Wie heißt denn das? Capture? Was ist das? Ah, lol. Was ist das hier alles? Ach ja, Holzrosen kann man ja einfärben. Oh Gott. Ja, eben die ganze Rüstungssachen kann man alle einfärben. Also die ganze Holzrüstung kann man einfärben. Kann man so tun, als wenn man eine Goldrüstung hätte. Ah ne, ist auch Goldrüstung. Verdammt. 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 Hä? Ach, das wird denn so ein Gelb. Na, okay. Da fehlt das Deck weiß drunter. Normalerweise müsste man die erst weiß lackieren und dann mit gelber Farbe, dann wäre es richtig schön gelb. Aber, naja, gut. So intelligent waren die Menschen damals noch nicht. Da hinten ist Wüste, so wie es aussieht. Nee, ah, nee, das ist ein Haus. Da hat gerade schon eine gute Wüste durch. So, wo gehen wir am besten lang? Ich würde mal sagen, wir gehen da lang. Nö, nichts Spannendes. Da mal ein bisschen Chili. Tja, die Frage ist, wie selten sind die ganzen Sachen? Also ich meine, Ananas zum Beispiel, da wäre auch ewig gesucht, bis wir da irgendwas gefunden haben. Beziehungsweise ich habe dann sogar als Admin gesucht, weil das im Let's Play einfach zu lange gedauert hat. Kann uns hier jetzt natürlich auch passieren. Das wäre natürlich sehr schade. Weil ich will jetzt natürlich auch nicht endlos lange suchen. Aber auf der anderen Seite habe ich also halt auch sowas wie Honig noch nie irgendwo gesehen. Also kann sein, dass es wirklich sehr selten ist. Und bei Sonnenblumen weiß ich halt nicht mal, wie die Dinger aussehen. Ich dachte, es sind halt die Sonnenblumen, die sowieso überall wachsen. Was war das hier nochmal? Achso. Schmeckt zwar ein bisschen fad, aber egal. So, den hier können wir einfach mal ganz ehrlich, den können wir mal ein bisschen abbauen. Danke. Können wir doch was machen? Irgendwelche Saplings oder so? Ah ja, hier Setzling. Okay. Gut, kriegt man aber nur ein einziges Ding raus. Okay. Oder besser als gar keiner. Da. Den können wir mal aufheben und den Rest können wir gleich wegwerfen, oder? Bombfangkrone, da kann man doch sowas machen. Ah! Daraus wird ein Schafgeräusch. Okay, verstehe. So, das kann ich alles hier eindingsen dann in Holz. Und das Ding kommt einfach weg. Weizenkorn kann auch weg. Aber zu Hause mehr als genug davon. So. Guck mal, da hinten sehen aus, als wenn ein paar Sachen wachsen würden. Weil hier sind so viele gelbe Blumen, aber ich glaube nicht, dass davon irgendwas auch nur annähernd Sonnenblumen sind. Nee, ist Löwenzahn. Ja. Da ist bloß Löwenzahn.
Ordinärer behinderter Löwenzahn. Das ist ja richtig hässlich. Wer das Zeug erfunden hat, gehört gekreuzigt. Okay, das ist alles nur Blumen. Eine riesige scheiß Blumenwiese. Guck mal, da hinten ist eine Sonnenblume, die ein bisschen anders aussieht. Da hinten, da. Sieht doch anders aus. Ja, guck mal, da oben ist auch eine, die anders aussieht. Ja, ich glaube, wir haben sie gefunden. Oh mein Gott. Jawoll. Geil. Oh mein Gott, ja, das sind sie. Oh mein Gott, das sind sie. Jawoll. Okay. Nummer 1 haben wir schon mal gefunden. Von 3000. Cool. Mehr Kulpa. Alter, jeder hat viele, viele Maulwürfe. Wäre halt witzig, wenn die irgendwann auch mal so eine Animation sind, dass hier so ein kleiner Kopf kurz rausguckt und dann wieder einfach verschwindet. Einfach so als Animation, ne? Nicht, dass jetzt wirklich welche leben müssten, wenn man die Dinger abbaut, aber wirklich einfach nur so als Animation, dass ab und zu mal hier einer rausguckt, da guckt mal da hinten einer raus. Irgendwie, das wäre schon ultra funny. So, Erdbeeren haben wir schon mal jetzt genug, aber sie sind trotzdem lecker. Nämlich sehr lecker. Abwechslungsreiche Ernährung muss sein. So, aber zumindest schon mal ein paar Sonnenblumen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. So. Die Frage ist, was brauchen wir nochmal? Wir brauchen... Achso, Hanf brauchten wir noch, ne? Genau, Hanf. Letztendlich suche ich am besten einfach alles, wo ich denke, dass wir das noch nicht haben dürften. Boah, Alter, voll das schwarze Schaf hier, was ist denn los? Das hier war kein Hanf. Ne, das waren Kartoffeln. Wie sieht Hanf aus? Achso, ne, das sind hier Weintrauben. Diese, das, woraus man halt Wein machen kann. Diese Weinreben, Raben, Rabenmutter. Okay, dann ist schon mal Wüste. Das ist nicht gut. Was ist denn da hinten? Achso, da brauche ich mein Fernglas. Achso, ist bloß Gurke oder sowas. Auf jeden Fall etwas, was wir schon haben. Gut, hier sind wieder Tomaten. Das sind Gurken. Was war das denn nochmal? Das war dieses. Auf jeden Fall irgendwas, was wir schon haben. Was genau? Keine Ahnung. Die Frage ist, wo und wie finde ich Hanf? Das hier müsste Hanf sein, oder? Nein. Nein. Dort ist kein Hanf. Ich habe echt keinen Plan, wie Hanf aussah. Achso. Verdammt. Nö. Und es wird schon wieder dunkel. Ja. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle mal Folgenpause. Und ja, dann machen wir nächste Folge weiter mit Suchen. Es wird noch ein paar Folgen wahrscheinlich dauern. Weil, wie gesagt, ich weiß halt überhaupt nicht, wo wir Honig finden. Also, ich schätze mal damit, da werden wir in irgendwelche Baumbiome gehen müssen. Aber welche Bäume wir dafür brauchen, keine Ahnung. Von daher, bis dann.